Sehr gute Frage von einem kleinen süßen Mann. Möge Allah Azzawajal ihn segnen und ihm einen stämmigen Bart geben. Allahumma amin. Man betet und dann klingelt es an der Tür und keiner ist da, um die Tür aufzumachen. Das ist passiert in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Aisha radiallahu anha angeklopft hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zur Tür gegangen und man versucht, seinen Blick weiter in Richtung der Qibla zu halten. Wenn man die Tür aufmacht, redet man nicht, sondern kehrt zurück und betet weiter, inshallah. Aber das ja? Durch den Flur auf das Wände hin, dann so. Gut, wenn das jetzt eine halbe Weltreise ist, dann natürlich ist das was anderes, ja. Na, Sunna kann man sowieso abbrechen, haben wir gesagt. Bei Sunna gibt es kein Problem. Das Problematische ist beim Pflichtgebet. Bitteschön.